Meine Damen und Herren, wir freuen uns extrem schon drauf und das geht los, wenn die Ausfahrt wieder komplett retour ist. Die Ausfahrt wird ungefähr dauern 16:30, 17:30, also gut 2 Stunden auf alle Fälle. Jetzt habe ich den Whirlpool auf dem Bild, ey, wieder gar nichts. Ja, so ist es. Oh ne, das Ding ist neu, hör auf. Alles klar? So, ich muss selber machen. Alles klar? So, das war jetzt wunderschön. Das war's für so. Ja. Das auf die Scheinwerfer. Wir sind wieder am Laufen. Illustre Gäste, diesmal Gäste aus Holland, Vater und Sohn. Das ist einmal der Vater Hank. Ja. Bekannt von Hank the Knife and the Jets, Riesenhit, Guitar King. Das war, ich habe alle deine Schallplatten zu Hause, Hank. Und das ist der Sohn, der heißt wie? Erik. Erik und Hank. Und wir haben von Hank und Erik im Tagesgeschehen etwas erfahren. Papa hat sich eine Ente gekauft, hat die 38 Jahre lang gefahren, dann hat er diese Ente ungewaschen und mit Patina, also mit leichtem Rost übersät, seinem Sohn gegeben. Gebraucht. Durch die Sonne gebraucht. Ja, gebraucht und dann auch noch weitergegeben. Und der Sohn hat mittlerweile die Ente nie geputzt. Er sagt, das muss so sein. Jetzt brauchen wir bloß noch Überzeugungskraft. Wie kriegen wir seine zukünftige Frau dazu, dass sie auch eine Ente mag? Hast du einen Plan, wie wir seine Freundin überzeugen, dass eine Ente ein tolles Auto ist? Ja, dann muss die Freundin mal nach Holland kommen. Halt, Stopp.
Gut. Auch ruhig mal rechts rüber schwenken, wenn da hinten viele sind, rechts rüber schwenken. Kriegt. So, jetzt runter da. Okay.
Kann ich einmal Blaulicht anmachen? Ja, wie machen wir das? Schnell, ne? So, jetzt. Wunderbar. Kannst du einmal nach hinten gehen, also mit der Decke? Wir nahezu 80, ne? Und vor zwei Jahren, als wir Richtung Schockemühle gefahren sind, hatten wir knapp 100 Mitfahrer. Also immerhin 66, morgen dann auch nochmal 66, denn 1...